Flickflack ist wieder in OWL und mit dabei ein Bielefelder mit einer eigenen Nummer. Der Zirkus Flickflack ist wieder in Bielefeld. Das erste Mal seit dem Unfall im Todesrad. Wir haben damals darüber berichtet. Dem Artisten geht es gut und auch die Todesradnummer ist wieder mit dabei. Aber zur Weihnachtsausgabe gibt es jetzt auch eine ganz neue Nummer mit einem OWLer. Jan Junklewitz aus Bielefeld ist ein erfolgreicher Amateur-Moto-Trial-Fahrer. Seit Oktober ist er deutscher Vizemeister und jetzt hat er sich eine ganz neue Herausforderung gesucht. Er hat eine eigene Nummer in der Zirkus Flickflack-Show. Das Bielefelder Wild Xmas-Programm des Zirkus Flickflack hat viele Gesichter. Jan Junklewitz ist eines von ihnen. Der Elektrotechnikstudent ist Trialfahrer, ein Sport, bei dem es um waghalsige Aktionen mit dem Motorrad geht. Mit seinem Mitwirken beim Zirkus Flickflack verfolgt er neue Ziele. Ich mache das nicht wie sonst als sportliche Herausforderung, sondern es geht hier rein um die Show und freue mich riesig auf die nächsten 3 Wochen. Und das ist der Mann, der ihm die Show-Elemente ermöglicht hat. Tom Kastein ist der musikalische Leiter bei Flickflack und auch fürs Programm mitverantwortlich. Sportliches Können ist Artistik und hier wird sie bei uns doch mal mit Show-Elementen zusammengepackt, um daraus dann eins machen zu können. Die Erinnerungen, die Jan Junklewitz selbst ans Zirkusleben hat, reichen weit zurück. Ich bin, muss ich gestehen, schon relativ lange nicht mehr im Zirkus gewesen. Natürlich früher als kleines Kind immer, dann auch mal im Zirkus, klar. Aber das ist natürlich schon beeindruckend mit dem, gerade wenn man das Riesenzelt auch sieht und so. Also das ist schon aufregend. Jan Junklewitz teilt sich die Show mit Markus Grammel und Michel Schulte, zwei weiteren Trialsportlern aus Bielefeld. Erzählt wird die Geschichte einer Gangsterjagd. Als Cops verkleidet springen die Fahrer über Polizeiwagen, rasen Rampen hinauf und sind während der Show sogar im Publikum unterwegs. Dabei weiß Jan Junklewitz, dass er nicht nur für die eigene, sondern auch für die Gesundheit des Publikums verantwortlich ist. Ich denke schon, dass man so ein bisschen auf die Zuschauer aufpassen muss, weil die sind ja auch natürlich sehr, sehr nah dran an der Bühne. Also Zuschauer sind da natürlich oberste Priorität, dass da nichts passiert. Im Moment findet im Zirkus Flickflack die Premiere statt. Für Jan Junklewitz ist es der erste Auftritt vor Zirkuspublikum. Bis zum 4. Januar wird er dann zum Ensemble gehören.